veraltet und versifft. Lass Bobby in Ruhe, er kann doch nichts dafür. Nein, nein, ich rede von meinen Schuhen. Ich brauche dringend ein paar neue. Bobby, du musst da unbedingt was machen. Naja, ich borg dir gern meinen Geruchsvertilger. Den hast du doch in deiner Unterhose. Nein, Bobby, ich brauche unbedingt ein neues Paar Doc Martens. Und da habe ich mir gedacht... Ach, Bobby, lass dich doch von der nicht bezirzen. Wenn du zu viel Geld hast, dann gib's mir. Thomas Sumner versucht, Bobby Rivers anzupumpen? Du hast recht, das wäre bescheuert. Bobby, sieh mal, ich war doch die ganze Woche... Bobby, ich bin in Not und brauche nur 100 Mäuse, bitte. Ich bin doch dein einziger Sohn. Wieso warst du das, Mann? Du hast $100 an einen Typen beim Kartenspiel verloren? Oh. Bobby, du kannst ihm doch dafür kein Geld leihen. Er muss eben noch ein bisschen warten, dann wird er ja nicht gleich die Beine brechen, oder? Wer ist der Kerl? Tony McConaughey. Oh, Thomas. Ich halte dir das Händchen, wenn der Zahnarzt dir deine Zähne wieder einsetzt. Echt, Bobby, ich brauche nur $100. Ich zahl's dir auch morgen zurück. Thomas, ich habe keine Kohle, okay? Oh, nein, 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 nein. Das hier ist das Haushaltsgeld, Leute. Damit werden die Rechnungen bezahlt. Anna könnte ja weniger essen. Oder du, ohne Zähne. Ja, Leute, jetzt reicht's, aber wahrscheinlich reicht die Kohle sowieso nicht mehr fürs Essen. Klasse! Kennen wir überhaupt noch jemanden, der jetzt noch flüssig ist? Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Dwayne! Ja, schön, dich zu sehen. Magst du eine Tasse Kaffee? Ist das eine Fangfrage? Würde jemand mit deinem Verstand auf eine Fangfrage reinfallen? Stimmt, hast recht. Okay, ich trinke ihn weiß mit 3 Stück Zucker, aber du musst ihn vorkosten. Klar. Wayne? Ja? Magst du ein paar Schokokekse? Selbstgemacht? Ja. Gern, okay. Also warum gehst du nicht gleich backen, während die großen Leute hier über Finanzen verhandeln? Finanzen? Oh, Finanzen? Okay, gute super. Idee. Ich sagte die großen Leute. Geil, kriege ich endlich die Kohle für die letzten 3 Gigs? Also eigentlich, Bobby, wollte ich mir was leihen. Das ist so ein verdammter Mistkerl. Sorry, Mann, aber wir sind blank. Nicht so blank wie meine Kastanien. Nicht so blank wie dein Arsch, Kleiner, wenn ich ihn erstmal versucht habe. Wayne, Moment! Er hat angefangen. Wenn ich die Kohle hätte, würde ich sie dir geben, okay? Und was ist das, Toilettenpapier? Das ist unser Haushaltsgeld, Mann, damit werden die Rechnungen bezahlt. Ach, Bobby? Ja? Bringst du bitte den Müll noch raus? Hast du gehört, Wayne? Schieb ab! Ja. Ich helfe dir mit der Abrechnung morgen. Du musst mir nicht danken. Du brauchst Hilfe. Warte mal. Guten Morgen, Bobby. Morgen, Beth. Können wir jetzt die Abrechnung machen? Die habe ich ja ganz vergessen. Bobby, wo hast du das Haushaltsgeld hingetan? In die Dose. Welche Dose? Nur die da. Die Keksdose. Irgendjemand war in unserem Haus. Genau hier in der Küche, während wir alle geschlafen haben. Schleicht hier umher und schnüffelt die Luft, die wir geatmet haben. Und befummelt und begrapscht alles. Ich glaube, wir sind beklaut worden. Ich rufe die Polizei. Also, das ist ja echt heavy, Mann. Nein, Bobby, es ist schlimmer als das. Westliche Gesellschaft, wir haben alle unseren Sinn für Moral verloren. Was? Den haben Sie auch mitgenommen? Warte mal. Hast du auch bestimmt das Geld in die Dose getan? Aber ja. Frag doch einfach Anna und Thomas, die waren doch dabei. Oh mein Gott, warte mal, das stimmt. Die waren dabei. Ja? Aber... Nein, die würden im Traum nicht daran denken, es zu nehmen. Nee. Die waren viel zu heiß drauf, mich um Geld anzupumpen. Sie haben dich um Geld gebeten? Ja, es klingt ziemlich daneben, was? Um wie viel, Bobby? Das ist ja wirklich total daneben. Ich habe doch keinen müden Dollar. Bobby, wie viel wollten sie von dir? Ja, Thomas wollte $100 und Anna wollte, glaube ich, 200. Oh. Oh, nein, nicht Thomas genau, und Anna. Niemals. Ich rufe die Polizei. Mann, Thomas war ganz schön nervös gestern. Was war mit Anna? Na, die stand echt unter Strom. Sie hat gesagt, sie braucht neue Schuhe. Doc Martens. Bobby, das ist Eitelkeit. Hast du ihr nicht beigebracht, das Leben mehr ist, als gut auszusehen? Aber ja, ich habe ihnen alles über Joe Cocker erzählt. Ach, weißt du, das ist absurd. Genau. Das ist total lächerlich. Genau. Ich werde mit ihnen reden und dann klärt sich alles. Ja, genau. Wir reden mit ihnen. Du redest mit ihnen. Wenn Sie von der Schule zurück sind. Ja. Oh, wenn Sie sich nicht erinnern, dann fragen wir einfach Wayne. Wayne?
willst du damit sagen? Wayne hat gesehen, wie du das Geld in die Dose getan hast? Na, die waren doch alle dabei, als ich die... Mann. Oh. Was soll das heißen? Sie haben noch nie von ihm gehört. Jeder kennt doch Sino, die lebende Fackel. Er ist ein internationaler Star. Er war schon im Frühstücksfernsehen. Ja, er ist schwarz, aber er ist nicht so auf die Welt gekommen. Meister, der Typ hat sich bereits in über 50 Ländern in Brand gesteckt. Er ist der König von Feuerland. Großartig, er kriegt den Gig. Gut, gut, Sie werden es auch nicht bereuen. Hören Sie, die Bühne ist doch nicht aus Holz, oder? Gut, okay, ja, ich brauche eine kleine Anzahlung für die Fackeln. Gut, okay, ciao. Bleib so schön. Bobby. Oh, rein geschäftlich, das war kein Privatgespräch. Was ist jetzt mit der Kohle, Mann? Oh, sicher, Bobby, sicher. $300? Abzüglich Provision, Vergnügungssteuer und natürlich Versicherung. Und vergessen wir nicht die diversen Nebenkosten. Da, bitteschön, $50. Wayne? Nein, es ist deins. Du hast es verdient. Warst du denn nicht völlig abgebrannt? Zuckerpuppe, Wayne ist niemals abgebrannt. Ein bisschen angesenkt vielleicht. Wayne, erzähl uns von der Keksdose. Da habt ihr eure Kekse drin. Und das Haushaltsgeld. Doch das Haushaltsgeld ist futsch. Ihr glaubt doch nicht, Wayne. Wayne, ich habe gehört, dass gestern deine Hosentaschen leer waren und heute sehe ich sie völlig ausgebeult. Das ist nicht das Geld, Zuckerpuppe. Wayne, vergiss es. Gestern hast du beobachtet, wie Bobby das Haushaltsgeld in die Dose getan hat. Ja, genauso wie Anna und wie heißt der noch? Warum fragst du nicht die? Wir fragen dich. Oh, nein, 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 du beschuldigst mich. Ich bin schockiert. Ich bin mehr als schockiert. Ich bin verletzt. Wayne. Ich bin mehr als verletzt. Ich bin niedergeschlagen. Jetzt hör mal, ich bin Wayne. Mehr als niedergeschlagen. Aber mir fällt kein anderes Wort mehr ein. Jetzt hör doch mal nein, zu, nein, Mann. Nein, 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 Bobby. Nach allem, was ich getan habe für deine Familie und für dich. Ohne meine Aufopferung, Attraktivität und, auch das dürfen wir nicht vergessen, meine Gabe, das Unverkäufliche zu verkaufen. Was wärst du geworden? Arbeitslos. Und was bist du jetzt? Arbeitslos. Ganz genau. Das ist der Dank dafür. Nun, Bobby, jetzt habe ich dich endlich durchschaut. Du weißt, was unser Vertrag noch wert ist. Er hat's nicht zugegeben. Hm. Hallo, Leute. Hi, Anna. Gestern war er pleite, heute kommt er angerauscht mit... Doc Martens. Nicht mit dem Anzug, bestimmt nicht. Anna hat plötzlich neue Doc Martens. Gibt's ein Problem? Wir bewundern nur gerade deine Doc Martens. Die sind wohl... neu. Oh, na ja, die waren echt billig. Ah, hi. Anna, wo hast du das Geld her? Bis später. Thomas. Hört mal, Bobby und ich haben euch etwas zu sagen. Wir wurden bestohlen. Oh nein. Was ist geklaut worden? Das ganze Haushaltsgeld aus der Keksdose. Unglaublich. In unserem eigenen Haus. Habt ihr die Polizei verständigt? Noch nicht. Mom, komm schon, das müssen wir. Leute, wir wollten keine Polizei dabei haben. Wayne, du darfst ihn nicht schützen, Bobby. Wir müssen ihn einsperren lassen. Wir glauben nicht, dass es Wayne war. Wer dann? Bobby, du doch nicht. Also, ich weiß nicht, Mann. Ihr glaubt, es war einer von uns? Ihr habt kein Vertrauen in mich? Aber natürlich haben wir Vertrauen. Es ist nur, gestern konnten wir uns keine Doc Martens leisten und jetzt plötzlich... Oh, eine Freundin hat mir die gekauft. Na, das ist gelogen. Sie hat gar keine Freunde. Und wie steht's denn mit Thomas? Er schleppt hier die dicke Kohle an. Seht doch seine Brieftasche. Also, ich weiß, dass ich's nicht war. Jeder kann's doch gewesen sein. Also, ich bin ziemlich sicher, dass ich's nicht war. Ach ja? Ja. Versuch nicht, uns weiß zu machen, dass du nicht auch Geld brauchst, Bobby. Papa Petros Pizzabude hat gestern angerufen. Die wollten $200 für seine Bestellungen vom letzten Monat. Bobby, $200? Das waren da bloß ein paar Dutzend, Mann. Außerdem habe ich dir was davon abgegeben. Was? Ganz egal, Mom. Deine Besorgung von all den Lebensmitteln für deinen Partyservice waren auf Kredit. Früher oder später muss das auch bezahlt werden.
Ich kann's aber nicht gewesen sein. Wassermänner klauen nicht. Jeder kann sich das Geld genommen haben. Jede. Hi, Thomas. Bobby. Die gehört doch Beth. Ich wollte, ich hätte das nicht gesehen. Was geht hier vor? Ich wollte, du wärst nicht reingekommen. Was willst du denn hier in Mams Tasche? Ich hab doch nichts rausgenommen. Ich hab nur nach dem Haushaltsgeld du gesucht. Du elender Dieb. Ich bin kein Dieb. Bobby hat dich doch gerade auf frischer Tat ertappt. Nur nach Beweisen gesucht. Schließlich kann jeder das Geld genommen haben. Oh, Lügner lügen, dass die beiden sich... Ich hab nur nachgeguckt, ob sie die... Oh nein. Etwa die gleiche Summe wie aus der Dose. Ich wollte, ich hätte das nicht gesehen. Aha, der Alte steckt die Mäuse jemand anderem zu, um von dir selbst abzulenken, Trick. Die Nummer hat schon lange einen Bart. Ich wollte, du hättest es nicht gesagt, Anna. Ich hab sie aber nicht zugesteckt, es war da drin. Ah, sicher. Was geht hier vor? Ich wollte, du wärst nicht gerade jetzt gekommen. Ich wollte, du hieltest die Klappe, Bobby. Mom, Thomas hat versucht, dir das in die Tasche zu stecken. Hab ich nicht, das war schon drin. Oh, war es nicht. Meine Mutter hat das Geld nicht gestohlen. Du warst es. Das Geld war in der Tasche, Anna. Thomas hat es nicht da reingetan. Ich wollte, du hättest das nicht gesagt. Hör damit auf, Bobby. Ich hab das Geld von unserer Bank. Ach ja? Wer es glaubt? Wir haben die 90er. Da gibt es kein Geld mehr von den Banken. Ich musste einen Kredit aufnehmen. Das Haushaltsgeld ist komplett futsch. Trotzdem müssen wir irgendwas essen. Sieh hier. Da hast du die Auszahlungsquittung. Das hättest du auch für weniger Zinsen kriegen können. Zufrieden? Ich habe mich nicht am Geld vergriffen. Ich wollte, ich wüsste, was hier abgeht. Hört mal, die Situation hier wird ausgesprochen unschön. Ich finde, die Sache sollten wir jetzt abhaken. Alles klar, vergessen ja. Wir's. Wir brummen schon langsam die Birne. Ja, wir klären das sowieso nicht. Nein, nicht solange es keiner von uns zugibt. Psst. Anna, würdest du bitte mit den Anschuldigungen und Verdächtigungen aufhören? Das ist äußerst ungesund. Ich denke, wir sollten die Sache fallen lassen. Weißt du, Mom, wenn ich hier die Schuldige wäre, würde ich genau das versuchen. Bring einfach alle dazu aufzugeben. Brillant. Verhafte mich. Also, es gibt noch eine andere Lösung für das Problem. Wir durchsuchen das Haus. Ja, genau, die Piepen sind wahrscheinlich noch irgendwo hier im Haus. Ich sage, wir überprüfen jetzt die Privatsachen von jedem. Hast du sowas bei den Neonazis gelernt, Tommylein? Ich stelle hier die Fragen. Das ist die einzige Möglichkeit, diesen Fall zu lösen. Was willst du denn jetzt mit uns tun? Aus unseren Jacken das Innenfutter rausreißen? Leibesvisitation? Bobby müsste allerdings vorher duschen. Das ist ja nun echt ein bekloppter Vorschlag, Mann. Er hat nur Spaß gemacht mit der Leibesvisitation. Ich meine doch das Duschen. Ach, hört mal alle her, das wächst uns jetzt über den Kopf. Wir müssen die Sache ganz einfach hinter uns lassen, sonst werden uns diese Verdächtigungen noch völlig vergiften, okay? Ich finde, wir sollten jetzt aufgeben. Was geschehen ist, ist geschehen. Wir müssen lernen, uns gegenseitig zu vertrauen. Thomas? Wo willst du hin? Aufs Klo. Bobby, geh ihm nach. Na, Anna? Ist ja eine flotte Klamotte, die du da anhast. Oh, tja. Danke, Bobby. Ich bin dir wirklich dankbar für das Kompliment. Aha. Dank für deinen lieben Dank, Anna. Mann, Beth, sind wir nicht gesegnet mit solchen netten Kindern? Hm? Ja, ja. Wirklich, wirklich, wirklich nett. Ja. Ihr wart beide so nett zueinander. Hm. Es ist nett anzusehen, wenn ihr zueinander so nett seid. Ja. Danke, Mom. Es ist wirklich nett von dir, so was Nettes zu sagen. Nein, nein, ich danke dir. Danke. Hat jemand die Fernbedienung gesehen? Mach mich nicht an, Mann. Ich hab sie nicht geklaut. Oh, willst du damit sagen, ich schnell dabei, dich zu verteidigen. Was, Anna? Ach, Thomas, du versuchst uns reinzulegen. Ich hab nur eine Frage gestellt. Es lag an der Art, wie du gefragt hast.
gefragt hast. Und wie willst du, dass ich frage, hä? Vergiss es. Hey, guck mal. Da ist sie ja. Tja, noch mal Glück gehabt. Ja, dein Glück. Hey, Mann, das ist ja eine echt flotte Klamotte, die du da anhast. Vielen Dank, Bobby. Ist neu. Wo hast du das Geld dafür her? Autsch! Entschuldigung. Was ist denn los? Ach, nichts. Alles okay. Nichts von Bedeutung. Du? Ja. Das ist das Nichts von Bedeutung, das ich gerade gemeint habe. Wayne, du hast auch von dem Haushaltsgeld gewusst. Wer hat da geschrien? Wayne. Du aber auch. Habe ich gar nicht, Wayne. Ich habe gestikuliert. Das ist ein Riesenunterschied. Ich wette, du wolltest dir die Keksdose unter den Nagel reißen. Nein, ich habe schon gegessen. Warte mal. Wo hast du das Geld hier, mit dem du Bobby bezahlt hast? Du hast Bobby Geld gegeben? Aber du warst doch pleite. Wir haben jetzt unseren Dieb. Ja, doch, ich schwöre bei Mamas Steuererklärung, ich bin gekommen, um mein Adressbuch zu holen. Seht ihr? Hä? Ich hab das Geld nicht genommen. Aber wie konntest du dann Bobby bezahlen? Ach, ich hab doch die Mäuse von Sino, der menschlichen Fackel. Er bezahlt mich, damit ich ihn manage. Oh, das ist doch einfach lächerlich. Wer gibt dir schon Geld, um sich von dir managen zu lassen? Sino. Naja, ich habe ihm zuerst einen Gefallen getan. Was für einen Gefallen? Ich habe ihn gelöscht. Bitte, Zuckerpuppe, glaub mir, ich habe das Geld nicht genommen. Ich vertraue ihm. Er wird ganz transparent, wenn er lügt. Seht ihr, ich transpiriere. Also irgendwer hat's genommen. Wo hast du denn dein Geld her? Ich habe es von Emma Bigelow, deiner Freundin. Sie bezahlt mich dafür, dass ich ihr bei den Mathehausaufgaben helfe. Ein ganzes Paar Schuhe? Du weißt doch selbst, wie blond sie ist. Woher hast du dein Geld? Sag ich nicht, ich hab's fair und ehrlich gewonnen. So ist das. Du hast also mal wieder Glücksspiele gespielt. All das hilft uns bei dem Problem mit dem Haushaltsgeld nicht weiter. Ja, ja, Haushaltsgeld. Bring den Müll raus. Bobby! Müll raus. Vergiss ich glaube, nicht, der schlafwandelt. Woran siehst du das? Das bisschen Haus. Oh Hals. Gott, Bobby, wach auf! Müll nicht, weg, geh nicht auf! Haushalt in den Müll ab. Eins, zwei, Polizei. Vorsicht! Drei, vier. Bobby, wach auf, das ist doch lächerlich. Nein, weg ihn nicht. Ich habe gelesen, wenn jemand aus so einem Zustand plötzlich aufgeweckt wird, es vielleicht irreparable Schäden seiner Psyche und eine Veränderung der Persönlichkeit bewirken kann. Wach auf! Oh, hi, Mann. Thomas! Na ja, ich dachte, es wäre ein Versuch wert. Was ist denn los? Bobby, du bist ja ein Schlafwandler. Nee. Ich hab doch den Müll ausgeleert. Darum habe ich dich gestern Abend gebeten. Ich sagte, leer den Müll aus, als du die Küche geputzt hast. Das stimmt, ich erinnere mich noch an den Müll, aber ich erinnere mich nicht. Ach, du... Du hast doch nicht... Ja, er hat es. Das ist also aus dem Geld geworden, du wandelnder Zombie. Oh nein, Mann, das ist ja ein Hammer. Das macht doch nichts. Ist doch gut. Jetzt hören diese Andeutungen und Anschuldigungen endlich auf. Ja, aber ich denke, eine Entschuldigung wäre angebracht. Ja, nein, angenommen. Tja, dann werde ich mal das Geld holen. Nein, ist schon okay, Wayne. Ich kann das machen. Oh, ich kann es holen. Nein, ich Keiner kann es holen. Naja, die Müllabfuhr hat's gestern geholt.